Hallo meine Freunde des Stroms, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir mal wieder was ganz was anderes. Heute gehen wir mal wieder in den Elektriker-Alltag rein. Das heißt, ich habe heute das große Vergnügen, ich darf eine Wallbox überprüfen, die wir ja installiert haben. Und dazu möchte ich ein kleines Video machen, dass ihr mal seht, wie das ungefähr abläuft und was wir mir als Elektriker da an Equipment auffahren müssen, dass wir mir diese Wallboxen ordnungsgemäß prüfen können. Bis zu den letzten Jahren war es ja so, dass im Endeffekt die Wallboxen gefördert worden sind. Man hat da Geld bekommen und natürlich haben sich sehr viele Leute eine Wallbox installieren lassen. Also wir Elektriker, wir waren sehr gefragt und haben uns natürlich bis Oberkante, Unterlippe so ungefähr mit Aufträgen sind wir überhäuft worden. Und natürlich gehört da einiges an Know-how und Wissen dazu, dass man das Ganze montieren kann. Und dass das Ganze dann auch ordnungsgemäß gemacht wird. Da gibt es zum Beispiel eine ganz gute Richtlinie vom E-Handwerk. Die schaut so aus. Und da steht zum Beispiel alles drin, was man machen muss, welche Vorschriften, welche Prüfungen, Prüfungsintervalle. Das ist halt ein ganz guter Leitfaden für uns zum Beispiel, dass man jetzt sagen kann, zum Beispiel Grundlagen der Anwendung steht dann drin, welche Vorschriften greifen jetzt bei. Hauptsächlich geht es ja um die Supermärkte, also um die öffentlichen Bauten. Tiefgaragen, Parkplätze, solche Sachen, welche Vorschriften man da einhalten muss, welche Prüfintervalle das man machen muss, was geprüft gehört. Und das steht da alles wirklich wunderbar drin. Und da kann man sich eigentlich sehr gut orientieren. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen sozusagen eine erste Inbetriebnahmeprüfung machen, auch nach der DIN-VD 0100 Teil 600. Das heißt, erste Inbetriebnahme bei mir, weil ja die Anlage jetzt quasi neu installiert worden ist. Und dazu muss ich quasi ein Prüfprotokoll erstellen. Das schaut jetzt so aus, das ist jetzt einmal, das habe ich mir jetzt ausgedruckt, das ist jetzt ein Muster von mir mit dem Benning-Messgerät, was ich euch dann zeigen möchte. Und da stand dann alle Messwerte zum Beispiel drin. Ich zeige es euch jetzt einmal so. Schaut her, da steht dann alles drin, dokumentiert, dass die Wallbox quasi die ganzen Messungen eingehalten hat. Und dass das Ganze dann auch funktioniert. Es ist nämlich so das Problem, es gibt ja so viele verschiedene Hersteller und du musst dich dann schon auf den Hersteller ein bisschen einschulen als Elektriker, dass du auch weißt, welche Prüfung ich durchführen muss, wie ich die Prüfung durchführen muss. Und das ist eigentlich der ganze Knacksus an der ganzen Geschichte. Dann gehen wir jetzt einmal zur Wallbox und schauen uns das einmal an. Ich hoffe, vom Blickwinkel her geht es ja so, aber ich sitze gerade neben dem Auto vom Bauherrn und kann schlecht sagen, hey Alter, fahr mal der Karre weg, weil der Elektriker muss ein Video machen. Deswegen entschuldigt es mir jetzt den blöden Blickwinkel. Also, wir haben hier unsere Wallbox. Das ist eine GO-E Homefix Wallbox. Die ist begrenzt auf 11 kW. Damit ist sie förderfähig. Die Förderung hat der Bauherr auch schon bekommen. Und haben wir hier die quasi in der Garage installiert. Da ist die Leitung fertig dran. Deswegen habe ich hier oben eine A-Box-Dose gesetzt und fahre dann quasi mit der Leitung in die Unterverteilung rein und habe dort nochmal meine Vorsicherung gemacht, dass wir hier quasi ordentlich Stromversorgung haben. So, ich muss jetzt natürlich einiges an Equipment auffahren. Ihr kennt es ja, meine Hausmarke ist ja die Firma Benning. Deswegen machen wir jetzt schnell eine Benning-Verkaufsschulung. Also, wir brauchen unser Messgerät, unser IT200 oder das, genau, IT200. Mit dem führe ich jetzt quasi die Messungen dann durch. Kennst du das ja schon? Meine Schnuckelkiste. So, natürlich brauche ich jetzt gewisse Adapter noch dazu, damit ich auf die Wallbox zugreifen kann. Und da gibt es jetzt den EV3-2, hoffe ich sage, ja genau, EV3-2. Das ist der hier. Das ist quasi extra so eine Adapterbox, dass ich an der Wallbox messen kann. Die schließe ich jetzt hier quasi direkt an dieser Wallbox mit an. So, und mein Adapter simuliert mir jetzt quasi das Auto, das ich ja nicht habe. So, und dann kann ich hier mit dem Adapterkabel vom IT200 kann ich dann hier auf den Messadapter drauf gehen und kann hier meine ganzen Messungen durchführen. Ich mache es jetzt ein bisschen oberflächlich an der ganzen Geschichte, weil die Firma Benning hat ein super tolles Lehrvideo drin. Das verlinke ich euch unten bei mir, da könnt ihr euch das einmal anschauen, also an die Kollegen, wen es interessiert. Und da, die machen das ohne blödes Blabla, sondern einfach, die gehen Schritt für Schritt einmal aus der Messung durch. Ich habe das auch zum Beispiel dabei, ich habe mir mein Firmentablet und da habe ich mir das Video mit drauf getan.
Falls du mal nicht genau weißt, was für einen Knopf dass du drücken musst, gibt es natürlich auch Hilfestellungen und Infos und dann funktioniert das wunderbar. Also ich nutze das schon mittlerweile, Tablet, dass man hier einfach nur mal nachschauen kann. Auf was ich jetzt noch ganz genau drauf, jetzt muss ich mir mal schnell anders hinsetzen, wenn wir gerade die Füße einschlafen, machen wir es so. Wir müssen auch den PP-Status überprüfen. Das heißt, die Wallbox und unser Elektrofahrzeug reden ja miteinander. Das Elektroauto gibt der Wallbox vor und sagt, du pass auf, ich möchte in Ruhe gelassen werden, blöd gesagt. Ich möchte geladen werden und dann sagt das Auto, ich möchte mit so und so viel Prozent an Leistung geladen werden. Das ist jetzt dieses sogenannte PP-Signal. Das ist ein 1000-Hertz-Signal und das müssen wir auch mit überprüfen. Das heißt, wir haben einmal eine Sichtkontrolle durchzuführen, wie bei der ganz normalen 0100-600er-Serie, also Sichtkontrolle, Funktionskontrolle und natürlich eine Messung. So ist es aufgebaut. Und mit dem Adapter können wir dieses PP-Signal auch überprüfen. Da brauchen wir jetzt noch diesen Messadapter vom Benning mit dazu, vom BNC auf die zwei Anschlüsse. Und da ist jetzt so, der wird hier oben eingesteckt. Und dann brauchen wir noch ein Messgerät dazu. Sag mal, das ist halt Verkaufsveranstaltung für Benning. Genau, wir brauchen das MM7-2. So, ich habe hier natürlich den riesen Vorteil, ich habe hier eine Metallkonstruktion. Also kann ich mir hier mein 7-2 schön herhängen. Hänge es höher, weil er ist kürzer als du denkst. So, jetzt. So. Und gehe dann hier auf diesen Messadapter mit meinen zwei Messspitzen drauf. So, das hängt jetzt leider Gottes alles ein bisschen rum. Normal wollte ich mir einen Tisch herstellen, aber ich habe halt leider keinen Platz. So, dazu gibt es auch ein tolles kleines Video, Kurzvideo, aber ich möchte euch jetzt mal schnell zeigen. Jetzt machen wir es einfach so. Jetzt kommt es mal ein bisschen näher zu mir, meine Freunde. Des Stroms. So, jetzt mache ich es so. Schaut's her. Also, ich hoffe, man sieht. Wir müssen jetzt einstellen auf dieses Symbol hier. Schaut das mal schnell ein. Also Millivolt plus Welle und dann hier dieses getaktete Signal. Schaut's her. Wir müssen auf das einstellen. Und dann schalten wir uns. Also jetzt zeigt der Mann 10%. Und jetzt kann ich hier an der Wallbox im normalen Nennbetrieb kann ich die Leistung erhöhen. Jetzt zeigt er mir 16,8% an. Und diese Prozentangabe gibt mir die Leistungen vor. Ich habe das jetzt schon vorher überprüft und nachgeschaut. Ich habe es natürlich jetzt schon wieder vergessen. Seid mir nicht böse. Also ihr müsst nachschauen, welche Modis, welche Lademodis ihr in der Wallbox habt. Also der hat jetzt hier zum Beispiel 5 Ladeleistungen und anhand der Ladeleistungen zeigt er mal eine gewisse Prozentzahl an und das muss ich natürlich überprüfen, dass das auch passt. Weil sonst würde ja im Endeffekt sozusagen das Auto überladen und gibt es da Probleme mit den Akkus. So, jetzt machen wir schnell weiter im Text. Jetzt bin ich in der nächsten Stufe, jetzt habe ich 20%, dann habe ich 23,6% und jetzt ist die maximale Stufe, dann bin ich bei 26,8%. Und da gibt es jetzt eine Tabelle. Und da kann ich nachschauen, welche Leistungsstufe das ist oder wie viel Ampere das im Endeffekt jetzt hier die Wallbox quasi aufs Auto rüberschicken würde, dass das passt. Und das überprüfe ich einfach hier mit dieser Konstellation. Kann ich jetzt zum Beispiel hier auch noch machen, das PP-Status kann ich jetzt hier auch nochmal abfragen. 13 Ampere, 20 Ampere, 32 und 63 haben wir ja mir nicht. Wir haben jetzt hier 11 kW. Und deswegen maximal wie 20, also wie 16 Ampere geht er eigentlich nicht rauf pro Phase. Und genau, das wollte ich jetzt einmal nur im Kurzen zeigen. So, jetzt schauen wir uns das andere mal schnell an, wie ich das zum Beispiel mit dem IT200 mache. Also Sichtprüfung ist fertig. Genau, wir haben unser PP-Signal auch überprüft. Dann schalten wir jetzt das Ganze wieder aus, tun unseren Messadapter weg. Ich werde das Gerät gerade mal schnell in meine Rama-Schachtel reinschmeißen. So, und dann stecke ich schnell an und zeige es euch kurz. Das Schöne jetzt beim IT200 hat sich die Firma Benning natürlich auch was einfallen lassen. Das ist für uns Handwerker natürlich eine Top-Sache. Ich schalte jetzt das Messgerät einfach ein. So, und kann jetzt hier hergehen auf Autosequenz
Prüfung. Und dann kann ich, habe ich hier eine Vorwahl, CT-System, IV, also muss ich nicht, Papi ist schon wieder lauter. So, ich kann jetzt hier das TN-System messen, da haben wir Autosequenzen drin, das CT-System kann ich messen und ich kann EV-Ladestationen messen, also Ladeeinrichtungen. Und da habe ich jetzt natürlich einen riesen Vorteil, ich gehe jetzt mal schnell weg, ich habe jetzt quasi einphasige Ladeeinrichtungen und dreiphasige Ladeeinrichtungen. Wir haben eine dreiphasige Ladeeinrichtung, da drücke ich hier auf das Plus. Und habe jetzt die Möglichkeit, vier Auswahlmöglichkeiten zu treffen. Zum Beispiel dreiphasig mit RCD-Automessung, dreiphasig keine RCD-Auslösung, dann dreiphasig belüftet RCD-Auto und dreiphasig belüftet keine RCD-Automessung. So, und wir haben jetzt zum Beispiel, machen wir jetzt zum Beispiel keine RCD-Auslösung, dann drücke ich hier auf Start. Dann sagt er mal weiter, werden die Parameter und Grenzwerte auf dem Prüfobjekt eingestellt sind, Funktionsprüfung. Das heißt, ich muss jetzt quasi mit dem Messadapter, ich gehe jetzt hierher und muss mit dem Messadapter meine Wallbox checken. Und jetzt hoffe ich einmal, dass ihr es seht. Jetzt passt es auf. Ja, ich sage, es ist ein bisschen Kampfsport, aber wir kriegen das schon hin. Jetzt machen wir das schnell mal live. So, schaut her. So schaut das jetzt aus. Also, ich habe hier quasi an der Wallbox LED-Streifen, mit denen, wo ich einmal die Leistung schalten kann. Da wo ich, ihr seht es nicht. Jetzt passt es auf. Ja, ich sage, lieber im Auto kuscheln. Schaut her. So, ich kann jetzt hier quasi die Leistungen durchschalten anhand der LEDs. Das sind die 5 Leistungsstufen. So, jetzt warten wir in der maximalsten Leistungsstufe. Und jetzt kann ich hergehen mit dem Sitzen da so. So ist besser, oder? So. Und jetzt kann ich hergehen, hier mit dem CP-Status, kann ich, A ist im Endeffekt ist aus, jetzt gehe ich auf B, da sage ich, Fahrzeug ist angesteckt, aber es lädt nicht. Dann gehe ich auf C, jetzt haben wir im Lademodus und jetzt simuliert mein Adapter quasi der Wallbox, du pass auf, ich habe ein angestecktes Auto, ich möchte jetzt geladen werden. Und da sieht man jetzt an den LEDs, dass die rundum kreisen. Das heißt, man braucht bei der Überprüfung auch immer ganz wichtig die Bedienungsanleitung vorher lesen und muss individuell pro Produkt heute halt im Endeffekt nachschauen. Dann haben wir jetzt noch E. E sagt jetzt aus, wir haben eine Störung und da muss ich ja ausschalten. Und das muss ich quasi überprüfen. Und den CP-Status muss ich, also den, seid mir jetzt nicht böse, wenn ich mir jetzt ein bisschen verploppert, also den PP-Status muss ich jetzt auch überprüfen, das haben wir jetzt vorhin gemacht, das heißt anhand der Leistungsstufen schauen, passt das Signal, gibt er die richtigen Prozente raus und dann funktioniert das auch. Wenn ich das alles durch habe, geht dann die eigentliche Messung mit dem IT200 los, das heißt ich nehme jetzt mein IT200, packe jetzt hier im Endeffekt meine Checkliste, das heißt ich sage jetzt, ich hoffe man sieht es so, so, er fragt mich jetzt, also er gibt mir im Endeffekt meine Vorgänge schon vor und das finde ich super, dass ich da schon mal also einen Leitfaden habe, wie ich es machen kann. Er sagt jetzt Ladestation im Ruhezustand. Haben wir gecheckt? Passt. Fahrzeug erkannt, keine Ladung. Haben wir gecheckt? Passt. Fahrzeug wird geladen? Passt auch. So, Fehler, Ladevorgang wird unterbrochen. Haben wir gehört anhand vom Relais? Passt. PP-Status IMAX, das ist jetzt das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Messgerät, dass ich das abfrage, passt auch. So. Und jetzt können wir im Endeffekt hier weiter drücken und jetzt wird man quasi schon in die nächsten Messungen reingehen und wird man quasi mit dem Adapter hier jetzt schon, was machen wir jetzt, Air-Low-Messung müssen wir jetzt noch machen. Das heißt, ich muss damit meine Adapter hier anstecken und mache quasi die Air-Low-Messung. Die können wir, die machen wir noch schnell. Ich weiß eh, wurscht ist. So, ich gehe jetzt quasi her, muss die zwei zusammenstecken, gehe auf meinen und gehe mit dem schwarzen Stecker irgendwo in der Nähe, zum Beispiel hier, auf eine Steckdose, auf den Schutzleiter. So, jetzt habe ich natürlich wieder rausgedrückt. So, schaut's her. Und jetzt machen wir mir, kommt's wieder rüber zu mir, sage, Platz ist ein bisschen eng. Und dann muss ich noch lesen, also da steht jetzt drauf, CP-Schalter auf B stellen. Haben wir? Genau, so. Jetzt muss ich nur noch drücken. Zack,
Dann hat er den Wert. Wir haben jetzt 0,19 Ohm. Passt. Dann sage ich, Messwert passt. Und jetzt wird er schon in den nächsten Prüfschritt reingehen. Jetzt machen wir quasi die U- und Z-Automessung, Prüfung L1. Und das machen wir mit jeder Phase dann durch. Und so arbeiten wir uns Schritt für Schritt unser Prüfprotokoll durch. Wie schon gesagt, schaut es euch von Benning an, ist super erklärt. Da brauche ich jetzt nicht zweimal das Gleiche erzählen. So. Und dann stecke ich im Endeffekt hier meine Messleitungen anhand der Prüfungen, schaut mal schnell aus, anhand der Prüfungen jetzt zum Beispiel auf L1, Schutzleiter auf Schutzleiter, Neutralleiter auf Neutralleiter und kann hier mit dem Adapter wunderbar meine Prüfung an der Wallbox durchführen. Kann das Ganze speichern und das Ganze dann ablegen, anhand welches Bauvorhaben das ich habe oder welche Ladeeinrichtung das ich habe, dass ich dann quasi meinen ganzen Strukturbaum schon fertig habe anhand der zum Beispiel Wiederholungsprüfung, dann kann ich mir immer wieder das aufrufen und kann es im System sauber hinterlegen. Und das finde ich eine Top-Sache, muss ich ehrlich sagen, wirklich klasse gemacht. Also ein Hut ab am Benning, tolles Produkt. So, ich habe mich jetzt einmal ein bisschen aus dieser Zwangslage befreit und möchte euch noch schnell was zeigen. Ich habe jetzt natürlich das Ganze schon abgespeichert und der Vorteil ist jetzt an der ganzen Geschichte, ich hoffe, so sieht man es einigermaßen. Ich habe jetzt alle Werte im Speicher drin. Das heißt, ich kann sie A einmal anschauen. Ich gehe jetzt zum Beispiel auf Funktionsprüfung und dann sehe ich hier schon, was alles erledigt ist, wie es abgehagelt ist und kann mir auch die ganzen Messwerte nochmal anschauen. ERLO-Messung zum Beispiel, da zeigt er mir jetzt da die 0,19 Ohm an und dann habe ich hier die ganzen Werte, Spannungsmessung zum Beispiel von den einzelnen Phasen und habe hier halt den riesen Vorteil, ich kann es A abschreiben, wenn ich es wirklich mal schriftlich dokumentieren möchte oder sonst irgendwas, kann das Ganze aber auch über das USB-Kabel hier auf dem Laptop oder auf dem PC rüberschmeißen mit der Software und kann dann dort drin schon mein Prüfprotokoll erstellen und habe eigentlich gar keine Arbeit mehr damit. Das heißt, ich fahre eine komplette automatische Sequenz durch, schaue, dass das alles passt, dass das funktioniert, schiebe das Ganze in mein Prüfprotokoll rüber, drucke das Prüfprotokoll aus, kann es archivieren und kann es im Endeffekt dem Kunden sauber übergeben bei der Übergabe und dann funktioniert das Ganze. Wenn ich jetzt eine Wiederholungsprüfung habe, kann ich mir natürlich den alten Stamm wieder rausziehen aus dem Projekt und kann dann im Endeffekt mit dem wieder arbeiten und kann auch zum Beispiel Vergleiche herstellen und sowas machen. Und das finde ich schon mal eine Top-Sache, muss ich euch ganz ehrlich sagen, da macht das Arbeiten richtig Spaß. Genau, da haben sie sich wirklich was überlegt, wo ich sagen muss, okay. Mit dem Video zum Beispiel, wie schon gesagt, ich verlinke es euch unten. Werde dann mit Benning vielleicht nochmal Kontakt aufnehmen, das vielleicht nochmal von einer anderen Wallbox, wenn es möglich wäre, dass da vielleicht auch einmal so ein kleines Messvideo, dass man als Handwerker oder mir als Kollegen, wenn ich das nicht oft mache zum Beispiel, das ist ja meistens das Problem, ihr wisst es selber, das Tagesgeschäft, das flutscht aus der Hose raus, das ist überhaupt kein Thema nicht. Aber so Sachen wie Wallbox prüfen, wenn ich da vielleicht zwei im Jahr habe, muss ich natürlich immer wieder nachschauen, oh, wie war jetzt das und ach, was muss ich jetzt da wieder für den Knopf drücken oder sonst irgendwas. So geht es halt mir oft, deswegen arbeite ich mittlerweile mit meinem Tablet, habe mir hier das Video draufgespielt, habe mir hier die ganzen Sachen, was ich euch jetzt vorhin gezeigt habe, die ganzen Leitfäden mit drauf gemacht und habe mir so eine kleine Checkliste gemacht, wo ich aufpassen muss und was ich beachten muss. Genau. So, dann bin ich schon wieder safe, ich packe jetzt zusammen, ich fahre jetzt heim. Kaffee ist auch schon kalt. Ja, der ist richtig kalt. Das ist ein Eiskaffee. So, ich wünsche euch jetzt auf alle Fälle noch eine schöne Zeit, meine lieben Freunde des Stroms. Schönen Gruß an meine Kollegen. Passt ein bisschen auf euch. Bald ist Weihnachten. Ein bisschen ruhiger reiten, wenn es geht. Und ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Videos. Macht es gut. Euer Markus von Freunde des Stroms. Servus. Pfiat euch.